Ich bin FJ Dickut, 6. Dan und vielfacher deutscher Meister im Brettspiel Go. Und auf diesem Kanal findet ihr Tutorials, Probleme, Partien und noch einiges mehr. Viel Spaß dabei! Ja, hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem kurzen Video, in dem ich die Partie, die ich eben gespielt habe, kurz zeige und hier jetzt auch nochmal in der Zugfolge auf dem Brett lasse. Bei dem Video habe ich vergessen, die Aufnahme zu starten, also während der Partie. Deswegen gibt es sie halt nicht live mit meinem Leiden, sondern nachträglich und schon nicht mehr ganz so schlimm gelaunt, weil der Gegner mich, wie man hier vielleicht noch sehen kann, doch noch gewinnen lassen hat, indem er es dann doch ein bisschen übertrieben hat. Er dachte wahrscheinlich, ich kann ja gar nichts, habe ihm bis zu dem Zeitpunkt auch wenig Anlass zur Sorge gegeben, würde ich mal sagen. Aber sei es drum. Das Video war auch nur mit, oder die Partie war auch nur mit 20 Sekunden Biyomi, weil ich die Partie möglichst kurz halten wollte, um mein Auge zu schonen. Das ist auch der eigentliche Grund für das Video hier. Ich wollte euch nur mitteilen, dass es diese Woche wohl weniger oder wenn dann kurze Videos gibt, vielleicht mal ein Zumugo oder so, weil im Moment mein Augenlid, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann, links, also dieses links, ein bisschen anschwillt und ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Keine Ahnung, was das ist. Aber als Go-Spieler sollte man ja auf seine Augen achten. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Und auch sonst bin ich irgendwie ziemlich wirr im Kopf, glaube ich. Wie gesagt, erst schon die Aufnahme vergessen zu starten während der Partie. Jetzt ist das auch schon der dritte Versuch, den Kram hier einzusprechen. Einmal habe ich vergessen, den Ton zu starten, also das Mikrofon zu entmuten. Es geht langsam aber sicher zu Ende, fürchte ich. Ja, wenn ihr viel Go sehen wollt, könnt ihr euch ja gerne die Profi-Qualifikationen angucken, der EGF, die im Moment läuft. Das wird, soweit ich weiß, auf Twitch gestreamt. Und da gibt es dann sicherlich genug zu gucken, um sich die Zeit zu vertreiben. Wenn das der Grund ist, dass ihr meine Videos schaut. Wenn ihr mich natürlich nur leiden sehen wollt während meiner Partien, dann müsst ihr halt warten, bis es wieder mehr Live-Partien von mir gibt. Zum Wochenende habe ich noch eine Mordschau zur zweiten Liga vielleicht geplant. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und da ist eh mehr los als in der ersten Liga. Ein Tor des Monats Sendung könnte ich auch noch machen. Mal gucken, wann und wie viel Bildschirmarbeit ich mir wieder zumute. Wenn es so ist wie im Moment, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. So eine Stunde oder zwei lassen sich da wahrscheinlich schon durchhalten. Aber es soll ja auch nicht schlimmer werden und deswegen mache ich die Kiste jetzt erstmal aus. Versuche dann heute Abend das Video so ein bisschen zu editieren und vielleicht schon hochzuladen. Ja, vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren, vielleicht Kommentare zu geben, wenn euch was einfällt. Und dann sehen wir uns demnächst in alter Frische wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Vergesst noch immer hier jetzt nach oben zu gucken, weil ich die Kamera jetzt auch umpositioniert habe, weil ich hinter mir einen schönen Greenscreen aufgebaut habe. Also ich habe ein größeres Brett grün lackiert und das funktioniert dann doch etwas besser als reine Software-Hintergrundentfernung. Jo, in diesem Sinne. Jetzt aber wirklich. Macht's gut. Ciao.